Hallo, ich bin Ulrich und es geht heute um den Konrad Adventskalender für Raspberry Pi. So, und da gehen wir heute an den Tag 12. Tag 12. Da. Wie gesagt, ich gucke jetzt vorher nicht mehr in die Listen. So, was sitzt da drin? Da sitzt drin ein Widerstand. Ja, das ist ein Widerstand mit, von der Logik her müsste der 220 Ohm haben. Ja, hat er auch. Das ist das Schöne an diesem Kalender. Es gibt nur zwei Sorten von Widerständen. Einen mit 20 Megaohm und einen mit 220 Ohm. Und die 20 Megaohm, die haben recht markante Farben. Zack, 12, Fußgängerampel mit Rot-Grün-Ampel. Ja. Ganze sieht so aus, recht übersichtlich. Offensichtlich ändert sich da nicht so viel zu der Schaltung von Tag 11. Ich baue jetzt erstmal. So, dieses ist erstmal die neue Schaltung mit dem alten Programm. Wie gesagt, wir erinnern uns, hier war eine blaue LED drin. Und hier steckt auch fast alles gleich. Es ist bloß. Diese Brücke ist natürlich neu, weil wir jetzt die RGB-LED haben. Ich habe die RGB-LED nicht so eingebaut, wie jetzt vorgeschrieben. Und dieses Kabel hier, dieses GPIO-Kabel, ist neu. Gut. Wenn wir den jetzt drücken. So, und da laden wir jetzt mal das passende Programm zu und dann gucken wir mal, was passiert. Datei öffnen. Und jetzt haben wir Tag 12. Das scheint mir ein sehr langes Programm zu sein. Gut, wir starten mal dieses Programm. Wie gesagt, das ist jetzt die Schaltung. Jetzt läuft auch das passende Programm. Die RGB-LED leuchtet rot und die grüne sind an. Und wenn ich jetzt drücke. Also die grün und rot sind an. Gelb, rot und dann wird die grün. Ja, okay, wir gucken uns das Ganze jetzt mal mit dem Screenrecorder an. Tag 12, Fußgängerampel mit Rot-Grün-Ampel. So wirklich verstanden habe ich das nicht. Mir fehlen aber auch für diese ganzen Ampelschaltungen die Bilder, die ich im Kopf habe. Bin 16 on, hier wird die Voraussetzung geschaffen. 13 off, 12 off, 15 on, 18 off. Also grün und rot. Und die RGB-LED leuchtet rot. Das passt, das wäre jetzt einfach nachzuvollziehen, wenn hier die PIN-Belegungen dran ständen. So, dann, wenn man auf den, wartet er, bis man den Taster drückt. Wenn man das tut, das Programm funktioniert auf jeden Fall. Einfacher wäre es zu erklären, wenn man wüsste, welche jetzt wohin gehört. Die Logik dieser Ampel erschließt sich mir nicht, aber es gibt so viele Ampelschaltungen, die man auf der Welt immer wieder trifft. Ja. Okay, in diesem Sinne, als nächstes kommt der Zwischenbericht. Tschüss.